So, zweite Folge Rush. Nun mit diesem etwas kompliziert wirkenden Rätsel. Ich habe von jedem Teil zwei, also darf ich nicht mehr als eins, also zwei für jedes benutzen, also jeweils einmal links oder geradeaus oder halt geradeaus und rechts. Ich habe aber verschiedene. So, also ich würde sagen, wir nehmen jetzt, der kommt jetzt hier, geht jetzt hier runter. Also würde ich sagen, so. Würde sagen, so müsste das funktionieren. Ja, klappt doch super. Oh, ein Fenster. Ah, ich sehe schon, wo der Wink hier ist. Dass hier nicht alles gleich ist. Und dass man erschwerte Sichtmöglichkeiten hat. So, wenn man von oben guckt, merkt man nicht, dass es da gar nicht durchgeht. Okay, die laufen sich entgegen. Von daher würde ich einfach mal sagen, ich lenke rot da hoch. Obwohl ich glaube, der kommt von alleine darum. So. So, da haben wir die beiden. Den haben wir auch. Da ist jetzt nur noch der Orangene hier. Der will nach rechts, aber da ist blockiert. Also rein theoretisch sollte es doch jetzt funktionieren, wenn die Abstände nicht so groß, so klein sind. Dann könnte es schwierig werden. Ja, genau das habe ich befürchtet. Das heißt, ich muss hier doch die Pfeiler investieren. Ja, funktioniert doch. So, was haben wir denn hier für Hübsches? Oh, was sind denn das für Teile? Die sehen niedlich aus. Okay, also. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Also, so muss es auf jeden Fall schon mal sein, denke ich. Warum habe ich denn so viele davon? Mal gucken. Ah, die gehen dann in die Richtung weiter. Ah.
Oh, Moment mal, wenn die nach hier oben gehen und ich die hier rüberschiebe und die dann weitergehen, dann muss ich die ja bis da vorne reinschieben. Okay. Okay, funktioniert. Okay. Könnte auch ein Flugzeug sein. Ach, bin ich kreativ. So. Wie? Dieses komische Trennungsding dafür da, dass Rot und Grün getrennt werden? Ich hoffe doch mal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat. Ja, warum sind es so viele? Immer noch drei übrig. Ich starte einfach mal und gucke, was passiert. Okay, die kommen also alle hintereinander raus, also brauche ich das nicht, sondern ich brauche da einen Pfeil. Das heißt, ich brauche auch den hier. Oder? So denke ich mal, müsste das funktionieren. Also Rot und Grün kommen da raus, gehen nacheinander hoch, werden dann getrennt. Aber nicht wirklich getrennt. Da werden sie nochmal getrennt. Aber diesmal richtig. Okay. Na, ein Glück. Das sah dann doch ein bisschen schwieriger aus. Wenn man es erstmal überdacht hat, geht es aber. Und da geht der letzte Rote auch weg. So. Was haben wir denn hier Hübsches? Ein sehr merkwürdig anmutendes Gebilde. Sogar diesmal mit halben Blöcken. Vorher waren es immer ganze, jetzt sind es auch hier solche halben. Hier diese Brücke. So, die Orangenen gehen da jetzt rein. Muss doch bei Blau eigentlich auch funktionieren. Ist es das schon gewesen?
Das ist wirklich so einfach. Sie scheinen sich auch nicht zu berühren, also die Abstände scheinen schon richtig abgemessen zu sein. Das war dann im Gegensatz zu dem anderen Rätsel dann doch um eine ganze Ecke einfacher. Ich bin ja mal gespannt, ob das nächste Level dann wieder schwieriger ist. Zumal wir hier einfach spielen. Da gibt es ja bestimmt noch irgendwas wie Hard oder Godlike oder solche Sachen. Die sind dann bestimmt um einiges härter. Oh, ein Schiff. Das ist schon leicht tricky. Nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oder? Doch, tut es. Nee, andersrum. Na, genau. Perfekt. Okay. Okay, ich heb mir das mal für die nächste Folge auf. Also bis dann.